Die Box ist gut. Herzlich willkommen hier bei Mein Loft auf Santorini im Studio. Hier wird quasi das geheime Album von Sido produziert seit Wochen. Und ihr seht alle recht glücklich aus, muss ich sagen. DJ Desio mit am Start natürlich. Und dann, hallo. Voll glücklich. Voll glücklich, yeah. Und ganz klar natürlich hier, Cecil ist da, Marek ist da und Nizza. Gibt es von euch irgendeinen Produktionsnamen, Gangbang-Namen? Gangbang-Namen? Gangbang-Namen, ja. Gangbang. Produktionsnamen leider seit Jahren. Okay, nicht, wie wäre der? So Gang, das ist ja die geheime Produktion. Aber vielleicht haben deine Zuschauer einen Vorschlag. Ja, wer weiß, vielleicht habt ihr eine gute Idee, ja, wie die drei Löwen sich hier nennen sollen. Ja? Ich bin sehr gespannt darauf. Ihr könnt es in den Comments posten und ich werde es natürlich vertrauensvoll weiterreichen. Also Produktionsnamen suchen wir nicht, Gangbang-Namen suchen wir. Ach, ein Gangbang, okay, also kein Produktionsnamen bitte, aber ein Gangbang-Namen. So, auf Santorini sind wir hier jetzt seit einigen Wochen. Bevor wir hierher kamen, was war euer erster Gedanke, Santorini? Wo ist das? Sonne. Insel. In sich. Paradies. Ja. Schön, dachte ich. Pütchen und mehr. Und jetzt geht die Santorini-Reise zu Ende. Und was denkt ihr jetzt über Santorini? Das Gleiche. Wir wissen den Weg zum Strand. Und zum Fleische. Ja, und zum Fleische. Nee, war schön. Ja? Hat sich gelohnt auf alle Fälle. Wir kommen wieder. Tatsächlich? Würdet ihr auch privat wieder hier hinkommen? Ziemlich bald. Ja? Ja, auf jeden Fall. Wie war denn die Arbeit hier? Schrecklich. Schrecklich, ja. Hart. Hart. Ja, ihr seid ja richtig gut vorangekommen, ne? Also das muss man ja schon sagen. Also ihr seid ja schon ein gutes Team, alle. Das Album war in 3 Wochen fertig. Ja. Krass. Ja, es ist gut gelaufen. Hattet ihr das gedacht am Anfang? Na, man war sich nicht sicher, wie gut es läuft, wie schnell die Motivation, die Inspiration kommt. Aber das ist sofort, gleich am ersten Tag ging es gleich los. Warum arbeitet ihr mit Sido? Ja, ist nichts Besseres eingefallen. Nee, warum arbeiten wir mit Sido? Wir sind lange befreundet und es gibt eigentlich nur Sido hier. Es gibt keinen anderen Rapper. Auf Santorini sowieso, aber auch in Deutschland. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass bei euch schon sehr viel Vertrauen da ist. Ne? Das glaube ich, war auch ein großer Vorteil für die Zusammenarbeit, dass es dadurch natürlich sehr viel schneller geht, oder? Im Endeffekt, wenn man weiß, wie der andere tickt. Auf jeden Fall. Wir kamen diesmal auch erstmalig vorbereitet irgendwo hin und hatten schon ein paar Ideen mitgebracht. Ach, ihr wart vorbereitet? Ein bisschen hat man nicht gemerkt. Ja, gut. Doch, klar, nee, jetzt mal ernsthaft. Also ihr habt sonst seid ihr nicht so vorbereitet? Nee, sonst normalerweise kommen wir immer irgendwo hin und müssen von null alles machen. Und aber wir haben auch hier fast jeden Tag einen Beat gemacht. Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber Sigi kam ja auch vorbereitet mit ein paar Themen und so. Das hat alles. Das hat mich auch geschummelt. Hat gut funktioniert, da konnte man gleich loslegen. Wir hatten ja hier immer so eine Liste hinten, die wurde dann einfach abgearbeitet und nach 13 Tagen war das Album im Sack. Also man muss dazu natürlich sagen, 3 Wochen ist wirklich rasant für ein Album. Ja, 3 Wochen ist extrem kurz. Es gibt andere Leute, die brauchen ein halbes Jahr für oder noch länger. Also wir haben uns ordentlich beeilt. Ist das ein Grund, warum ihr mit Sido arbeitet? Weil er so schnell arbeitet? Klar, das ist ein Grund, ja. Viel Kohle, kurze Zeit. Ja. Sido ist aber wirklich schnell. Unkompliziert. Ja, muss man sagen. Ja. Ja. Und wir waren vorbereitet? Er war vorbereitet, kam mit vielen Themen schon um die Ecke, was normalerweise noch nie so gewesen ist. Normal haben wir uns alle hingesetzt, wir irgendwie ein Beat gemacht, er sich was ausgedacht. Mhm. Aber oft ist man kurz mal in den Pool gegangen, rausgekommen und dann war der Song fertig. Das stimmt, ja. Ja, er saß dann oben auf der Terrasse. Wir hatten unseren Spaß und er hat seinen Text geschrieben. Na, aber ihr wart ja auch fleißig alle. Ihr habt das ja auch viel gemacht. Aber während er Text geschrieben hat, und dann konnte man sich abtrocknen und aufnehmen. Ja. Aber wir haben auch fast jeden Tag irgendwie noch einen neuen Beat gemacht. Also wir waren ja fleißig. Das stimmt. Gibt's denn irgendwas, wo ihr sagt, das geht gar nicht beim Sido? Das klappt überhaupt nicht irgendwie, was euch nervt? So nach so 4 Wochen aufeinander drauf sitzen? Sag mal ehrlich. Ja. Eigentlich nur das Romy-Ding, ne? Ja. Musikalisch ist alles toll. Musikalisch ist alles toll. Beim Romy hat er sich, glaube ich, eigene Regeln ausgedacht und Romy, man muss dazu sagen, Romy ist ein Kartenspiel und das gewinnt er jeden Abend, wenn wir das spielen. Ja? Ja, aber weil der Dächte war schon schlau, hat von vornherein gesagt, ich spiele da gar nicht mit, macht euer Ding, ich mache mein Ding. Das hat aber auch nichts mit Strategie zu tun, sondern er bekommt einfach als Einziger immer die Karten, die zum Sieg führen. Das ist Wahnsinn, oder? Mhm. Da ist ein Glücksspiel. Ihr merkt das ja, also es wird natürlich auch ein bisschen was anderes gemacht, als nur Musik hier zusammengeklopft, sondern es wird auch ein bisschen Playstation gespielt, Karten gespielt. Wir waren unterwegs draußen mit den Quads, wir waren mit dem Boot unterwegs, mit dem Jetski, wir sind, ihr seid nicht ich, Banane gefahren. Was war das Geilste, was wir so freizeitmäßig gemacht haben? Boot und Jetski. Boot, Jetski? Boot, Jetski. Jetski? Ich fand das Boot über Jetski. Ich fand alles eigentlich geil, aber Boot war auch toll. Boot war toll, also die Wellen, dann tauchen ein bisschen, schwimmen, essen auf dem Boot.
In so einer Riesengruppe mit dem Quad fahren kommt auch gut. Das kam auch gut. Und dann im Sonnenuntergang wieder zurück zum Fischessen mit dem Quad, das hat alles Laune gemacht. Das hat alle seine Vorteile gehabt. Und 5-0 im FIFA gewinnen. Das gegen wen denn? Gegen wen war das denn? Wer nimmt denn Borussia Dortmund? Aber sag mal, du hattest ja noch eine zweite Aufgabe hier. Du warst ja auch unser angestellter Koch. Ja, was wie krass was hat dich das tun? Genervt zwischendurch, dass du jeden Abend fast kochen musstest? Das stimmt ja nicht. Stimmt du hast zweimal gekocht, zweimal. Das stimmt. Ja. Das gleiche. Ich habe auch Zwiebeln geschnitten. Du hast ja, Zwiebeln und Knoblauch. Und Jesse hat Knoblauch ganz fein geschnitten und Knoblauchöl draus gemacht. Ja, genau. Meine Hände haben auch zwei Tage. Denk an Sessi. Alter Schwede, die stinken immer noch nach dem. Sag mal. Nö, es hat schon Spaß gemacht. Ich koche ja total gerne und Siggi hat ja auch ein paar Mal gekocht. Total gut. Vielen Dank. Hat er schmeckt, ja. Vielen Dank. Ja. Und dann haben wir uns esoterische Zutaten bestellt, die der arme Assistent Xenophon aus dem Studium immer besorgen musste. Das war prima. Von Kokosmilch bis Pizzasteine für den Grill. Also wir können uns nicht beschweren. Uns ging es hier kulinarisch sehr, sehr gut. Das war sagen. Sieht man auch in den Spaßbildern. Da habe ich übrigens auch ein, zwei Videos für euch hochgeladen. Könnt ihr auch mal gerne durchstöbern. Du hast ja auch mal Fische auseinandergenommen. Ich habe einen Fisch auseinandergenommen. Nee, nicht nur einen. Ja, nicht nur einen. Stimmt, ja, einige. Das war auch ziemlich lecker. Boah, die haben total gestunken. Mhm. Ist auch schon online, ne? Ist auch online, ja. Danke. Ja, ist auch online. Könnt ihr euch auch anschauen. Ja. Ich bin sagt, was ihr davon hält. Begeisterter Loftgucker. Ja, siehst du, du bist das. Ah! Sehr schön. So, jetzt nochmal kurz zurück zum Album. Also, was wir schon mal verraten können, es ist wirklich ein anderer Schnack als vor ein paar Jahren, aber es liegen auch einige Jahre dazwischen. Ja? Und was würdet ihr sagen, was ist euer Lieblingslied? Das ist eigentlich ganz klar, ne? Mhm. Ganz klar, ganz klar. Das ist dieser eine Beat, den er noch nicht genommen hat. Sling heißt er, glaube ich. Sling heißt der, aber ich glaube, den wird er schon noch nehmen. Den macht er noch und dann... Und dann wird das Lieblingslied. Ich glaube, da kann man auch nichts Schlechtes drauf machen. Weil er so krass ist, oder was? Oder ist er so schlecht, dass es textlich schlechter nicht geht? Das ist einfach, aber Sido braucht halt immer diese Herausforderung und dann will er immer... Aber dann, wenn der noch drauf ist, wird das, glaube ich, ganz gutes Album. Bam-Beats oder so, auf die hat er gerade nicht so eine Lust, glaube ich. Verstehe. Und wenn er das jetzt nicht machen sollte, was wäre dann euer Lieblingslied? Also, Da gibt es einige. Zum Beispiel? Aber was machst du da? Man muss mal dazu sagen, ganz kurz, dass es Arbeitstitel sind. Ne? Nicht, also, das ist nicht sicher, dass sie dann auch so heißen, aber ihr werdet sie wiedererkennen. Ja, also, einer dieser Steine. Papa, was machst du da? Einer dieser Steine mag ich auch sehr gerne. Was war der andere, der mir der Brudersong. Der Brudersong. Der Brudersong. Bruder, was machst du da? Aber ist eine ganz tolle Single. Liebe, glaube, Liebe ist super. Im Radio hoch und runter auf Heavy Rotation. Arbeit ist ein großartiges Statement. Ja. Und auch sehr sozialkritisch. Mein guten Freund Helgi Schneider. Darf er nicht verraten? Hat er auch nicht. Hab ich doch nicht. Ja, Intro ist auch worden. Machst du so ein Piep drauf? Ne? Es kann ja auch sein, dass dieser Mensch, der gerade genannt wurde, auch schon mal beim Loft war. Wer weiß. Ich könnte die auch in die Irre führen. Ja, absolut. In die Irre. Wirklich? Letzte Frage zum Schluss, Jungs. Prognose fürs Album. Ganz klar. Nissa? Eins und Platin. Marek? Eins und mindestens 350.000 verkaufte Platten. Okay, dann sage ich 400. Oh. Ist nicht Poker. Eins und 500. Eins und 500, ernsthaft? Ja, ich dachte, wir machen. Nee, also ich schließe mich dem an. Ich freue mich genauso, wenn es eins ab 350. Freut er sich. Freue ich mich. Davor ist es richtig so. Jesse, was sagst du? Erfolgreich. Erfolgreich, sehr gut. Ich danke euch vielmals, Jungs. Sehr gerne. Ja, danke. Bis bald. Ciao.